Ja, hallo alle zusammen. Ich bin's nochmal. Mein Name ist Daniel. Ich komme von der neuen Heimat Mitte. Das ist der südliche Wedding oder nördliche Mitte zwischen Charité und Bundeswehrkrankenhaus. Und ja, ich möchte euch gerne die kleine Geschichte von unserem Häuschen erzählen. Das ist ein Plattenbau, der 1983 gebaut wurde mit 106 Wohnungen. Und das war die Papageienplatte, das Mitarbeiterhaus der Charité. Thilo Sarrazin hat dann 2006 das Gebäude mit 106 Wohnungen und dann so um die 80 Pflegekräfte und Mitarbeiter, Gärtner, Handwerker der Charité verkauft im Zuge der Veräußerung des Eigentums des Landes Berlin für 2.020.000 Euro. Das bedeutet, bei 5.100 Quadratmetern sind das unterhalb von 400 Euro den Quadratmeter. Der das dann gekauft hat, das war der ehemalige Chefarzt der Rettungsstelle im Wedding. Der hat das dann mit einer GbR 12 Jahre gehalten. Und wie ihr euch schon denken könnt, der hat das jetzt mit 3% Rendite für 20 Millionen weiter verscherbelt. Der neue Eigentümer sitzt unter anderem auch im Zossen. Das ist die Arcadia Estate, die hier schon 38 verschiedene Objekte in Berlin realisiert hat. Hat dann den Mietern bei uns in dem Haus allen eine Modernisierungsankündigung geschickt und wollte eine Luxusmodernisierung machen. Ja, und wie ist das mit so einer Luxusmodernisierung? Die Leute mit den kleinen Renten, die, wie ihr wisst, alle vom Pflegenotstand, kennt ihr euch alle mit aus, die können natürlich bei 568 Euro Rente, kann man keine 500 Euro Miete bezahlen. Das versteht sich ja von selber. Dann ging es aber weiter mit den Winkelzügen, also nicht nur Modernisierung. Zwischenzeitlich wurde ein Bauantrag gestellt und der wurde auch genehmigt, weil ja nicht kontrolliert wird, ob die Fläche auch frei ist. Und im Juli vergangenen Jahres hat dann der Investor einen Abrissantrag gestellt für den Neubau von 84. Was dabei ganz pikant ist, das Gebäude wurde bereits vor 10 Jahren komplett energetisch saniert. Neue Wärmeschutzverbundsysteme, Außenhaut und 350 neue Fenster. So, was bedeutet das jetzt? Also der Bezirk Mitte von Berlin hat gesagt, unser Haus ist Präzedenzfall für ganz Berlin. Die verschärfte Zweckentfremdungsverbotsverordnung wird erstmals angewandt und es gibt eine negative Abrissversagung. Heißt im Klartext, das Haus darf nicht abgerissen werden, das Haus bleibt stehen. Warum erzähle ich euch das? Weil seit 13 Jahren kämpfen wir dort vor Ort und ja, es lohnt sich eben auch zu kämpfen. Man sieht das in der Kopenhagener Straße 46, Sven Fischer war eben hier. Man sieht das in der Trettachzeile oben, altes Wasserwerk Tegel, ist es genauso. Das hatte ja die Deutsche Wohnen gekauft und da möchte der Investor, der das jetzt von der Deutschen Wohnen übernommen hat, an die Bürgerinitiative vor Ort, wenn sie ein gutes Konzept haben, das dann gewinnbringend weiterverkaufen. Also, das Ende vom Lied ist, wir haben jetzt eine negative Abrissversagung. Wir hatten auch reichlich Presse, Rundfunk, Medien, Tagesspiegel, Morgenpost, ZDF, RBB. Also, ihr könnt das alles nachgucken. Habersaatstraße findet man im Internet. Und jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt die Kommunalpolitik dazu gedrängt, dass eben diese Zweckentfremdungsverbotsverordnung auch angewandt wird, weil... Was ist bei uns im Haus los? Es wohnen noch 15 Mieter. 85 Wohnungen stehen leer. Angeblich gibt es Wohnungsnot. Angeblich gibt es keine Wohnung in Berlin. Und Studenten, Pflegekräfte, Ausbildung, alle, die in Ausbildung sind, im Handel und Dienstleistungen, finden keine passende Wohnung. Und mitten, also Chausseestraße, in Berlinstraße, stehen von 106 Wohnungen 85 Wohnungen leer. Das ist ein Skandal, das geht gar nicht. Und ab Juli soll dann nun der neue Investor, der Eigentümer, strafbewehrt, also die Wohnungen entweder den Leerstand bezahlen, so ist das ja vorgesehen in der Zweckentfremdungsverbotsverordnung. Wer länger als 3 Monate leer stehen lässt, muss bezahlen. Und naja, wir sind jetzt im Gerichtsverfahren und das dauert eben alles endlos lange. Derweil hat der Eigentümer einstweiligen Rechtsschutz beantragt und wir werden bald alle sammeln. Also, wir fahren am 6.7. zusammen. Also, wir haben beschlossen, wir fahren nach Zossen, denn Zossen wird geschlossen. Dankeschön!